Ja, was ist passiert heute Nacht? Ich hatte nach im Fernseher geguckt und ich habe draußen vom Fenster geguckt, jemanden mit dem Motorradhelm was geworfen. Ich dachte, Stein. Ich wollte sagen, hör auf. Dann ist so eine Lautstärke Bumm gekommen. Da habe ich geguckt, es brennt Tür und Tür ist kaputt gegangen wegen diese. Die haben mit drei Tüten mit Flaschen drinne, ich glaube Benzin geworfen. Dann ist ja brennt und manche sind nicht brennt, manche waren auf der Straße und hier irgendwo. Ja. Vielleicht mal die Frage, was war der erste Gedanke, als ihr mitbekommen habt, was dort passiert ist? Was geht da in einem vor? Was denkt man da? Was passiert da sozusagen im Kopf von einem? Weil ich habe es Gott sei Dank noch nicht erlebt. Da erlebt man, dass die angreifen oder so. Dann schreit man so, die greifen an und ja, da hat man Angst. Da will man ja rausgehen, aber da kann man nicht raus.